Hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titanlords. Wir haben in den letzten beiden Folgen... Nur noch ein paar Schritte trennen uns vom Hort des Bösen. Sollte ich draufgehen, begrab mich mit dem Gesicht nach unten. Die Schergen können ruhig wissen, was ich von ihnen halte. Wir haben in den letzten beiden Folgen die drei größten Magier dieser Welt gerettet. Das sind Zacharias, Eldric und Charney. Und jetzt wollen wir nochmal mit unserer Seele sprechen. Ach, guck mal, hier wartet Patty. Dann nehme ich Patty jetzt auch wieder mit. Komm mit. Du hast schon jemanden. Oh, dann geh du mal wieder weg. Ja. Komm mit. Komm mit. Okay. Und jetzt sprechen wir wieder mit unserem Geist, unserer Seele und ich hoffe, dass sie jetzt genug Kraft hat, um sich wieder mit uns zu vereinen. Die drei Zauberer sind frei. Du hast es geschafft? War nicht leicht. Aber ja. Na, eigentlich war schon leicht. Das wird Necrolot schwächen. Doch ich fürchte, dass es zu spät ist. Seine Manifestation hat bereits begonnen. Wenn er einmal zum Titan geworden ist, können wir ihn nicht mehr aufhalten. Wir müssen uns vereinigen. Schnell. Du weißt schon, dass es unser beider Ende bedeuten kann? Jetzt oder nie. Mach schon. Okay. Ich werde versuchen, Necrolots Bannzauber zu brechen. Los geht's. Entweder sind wir gleich beide weg oder... Also... So ist das doch schon viel besser. Wieder vereint. Ich wusste ja gar nicht, dass... Die Erinnerung kommt zurück. Interessant. So, und jetzt habe ich ein Treffen mit einer Kreatur der Unterwelt. Jetzt gibt's auf die Fresse. Für Necrolot. Ich werde mir das nochmal markieren hier. Ja, es geht ja nicht, dass es einfach weg ist. Okay, dann wollen wir mal gucken. Necrolot hat sich manifestiert. Das ist mir aber auch relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden das jetzt beenden. Ein für alle Mal. Was ist das? Wie konntest du meine Barrieren überwinden? Ich schätze, ich hatte Glück. Ha! Du hast die Zauberer aus ihrer Folterzange befreit. Ein cleverer Schachzug von dir. Das muss ich dir lassen. Doch leider wird euch das nichts mehr nützen. Ich bin bereit für meine Manifestation. Du kommst gerade recht, um meiner Fleischwerdung beizuwohnen, kleiner Mensch. Das wollen wir doch lieber lassen. Immer noch Widerstand? Pah! Ihr kleinen Menschen wisst gar nicht, was euch erwartet. Es wird eine Befreiung sein. Die Befreiung von eurer mickrigen Existenz. Durch mich werden alle Menschen zu etwas Größerem, etwas Mächtigerem. Mein Werk, mein Reich! Schluss damit. Ich mach deinen kleinen Laden hier jetzt zu. Du kleiner Wicht wirst nun lernen, was Demut ist. Und schon wieder zurück. Juhu. Ich freue mich. Nicht wirklich, aber ich tue mal so, als ob.
Wenn ich wenigstens ein bisschen Schaden machen würde, weißt du? Vielleicht hätte ich doch Magier werden sollen. Ganz ehrlich, ich glaube, Magier wäre hier die bessere Wahl gewesen. Ist der schon wieder weg? Alter, das Blöde ist, dass auch ein voll blockiert. Du kannst da nicht laufen, du kannst nicht rennen, du kannst dich nicht teleportieren. Ich glaube, das macht am Anfang überhaupt keinen Sinn, irgendwie den Feuerring einzusetzen, weil der heilt sich beim ersten Mal sowieso wieder voll. Jetzt kann ich es mir machen. Ich weiß auch nicht, wen soll ich hier angreifen? Macht es Sinn, anderen anzugreifen? Ich weiß es einfach nicht. Ich finde das halt... Ach, ich finde den Kampf scheiße. Jetzt ist er schon wieder weg, jetzt ist er aber da hinten. Komm schon. Oh, jetzt ist schon so ein großer hinter mir. Also einmal habe ich es noch und dann ist aber Ende Gelände. Dann habe ich ein Problem. Mein Feuerregen ist ein cooler Zauber, muss ich sagen. Aber das Blöde ist, dadurch, dass ich den ja nicht als Zauberer gelernt habe, ist das halt scheiße. Weil ich kann den natürlich nicht so einsetzen wie ein Zauberer. Und ein Zauberer würde den natürlich ein bisschen stärker einsetzen können. Das muss man mal einfach... Alter, willst du mich verarschen? Wo kommt dieser blöde Köter her, Mann? Jetzt hat er sich... Alter, ey, ihr wollt mich doch echt alle nur verarschen. Das kann doch nicht mehr ernst sein. Dieser Kampf ist behindert einfach nur. Ey, ohne Scheiß. Wie kann ich denn den... Einfach besiegen, ey. Ich weiß... Er ist schon wieder weg. Nee, er ist nicht... Ich weiß, dass es nichts bringt, auf einfach zu stellen, weil das ist, macht genau den gleichen Unterschied wie auch bei den anderen Teilen halt. Okay, wo geht er hin? Da. Ich weiß nicht, wie ich... Mir geht das so auf den Sack, dass der sich Leute... Dass er sich diese Viecher holt, ey. Weißt du, ich finde das so scheiße einfach. Ich meine, ganz ehrlich, warum? Weißt du, ich meine, ich denke, er ist hier der Obermotherfucker from an all, Alter. Warum kann er das nicht alleine machen? Was ist das für eine kleine Pussy? Ja, runterspringen ist immer clever. Wo ist denn der Arsch jetzt? Ja, der Kampf macht mir keine Lust. Der macht keinen Spaß. Das ist scheiße einfach. Weißt du, da musst du hier immer hin und her laufen und jetzt ist der Pisser da hinten. Jetzt ist er wahrscheinlich eh gleich wieder voll. Ich kann den nicht besiegen, ey. Das ist doch unmöglich. Vor allem, ey, ich mach dem überhaupt keinen Schaden. Ne? Überhaupt nicht. Das interessiert immer so einen Scheiß einfach, was ich mache. Ich bräuchte den irgendwie, dass er mal irgendwo festbackt oder so. Und dass er mir nicht mehr auf den Sack geht. Ohne Spaß. Ist mir auch egal, ist zwar dann so ein Bug-Using, aber das wäre mir egal, das würde mir, hier würde ich machen. Weil ich weiß einfach nicht, was ich hier tun soll. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich krieg ihn nicht runter, anständig. Du hast hier 5000 Gegner, gegen die du kämpfen musst, ja, weil er alleine es nicht kann, weil er ja der große Nekrolot ist und so viel drauf hat. Am Arsch hat er viel drauf, das ist ein kleiner Pisser, ey, ohne Spaß, mehr ist er nicht. Alter, jetzt verreck doch mit dem Vieh einfach mal, das kann doch nicht sein, ey. Weißt du, dass er sich auch immer wegportet, das zeigt doch schon alles, was das für eine Wurst ist, ey. Ich krieg den nicht down, kannst du knicken? Jetzt ist er schon wieder weg. Wo ist der jetzt hin? Wo ist der jetzt hin, Mann? Ey, das ist so zum Kotzen. Dieser Kampf ist scheiße. Jetzt renn... Alter, sprinte nicht. Nö, mach mal ganz in Ruhe. Wir haben mal Zeit. Ey, ohne Scheiß. Guck mal, wie viel der schon wieder von seinem fucking Life geheilt hat. Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey.
Ich mache einfach viel zu wenig Schaden. Wo ist einer? Ich weiß nicht, wie ich diesen Kampf... Ich weiß nicht, wie ich ihn gegen ihn gewinnen soll. Ich muss einfach mal sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin echt ein bisschen ratlos. Ich kann diesen Kampf so definitiv nicht gewinnen. Ich meine, nicht mal wenn ich genug Feuerregen hätte, würde ich den so einfach gewinnen können. Der Kampf ist nämlich echt ein bisschen schwer. Und ich finde es einfach so unfair, ne? Ich finde es einfach so mega unfair. Und es ist nicht mal so unfair, wo ich das, wo ich dann im Nachhinein einfach sage, ja, das ist eigentlich ungerechtfertigt, das ist schon okay. Ist ja ein Boss. Alter, jetzt greift doch mal diesen Spacken an, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich finde es wirklich unfair. Auch mal gemessen an den anderen Teilen ist es schon mal unfair, dass der auf einmal Hilfe hat. Der hat einfach ein paar Ads, weißt du, die kann er rufen, die helfen ihm und ja. Die anderen hatten das nicht und die anderen waren aber auch hier die dicken Gegner, weißt du. Aber er darf machen, er darf einfach, weil er ist halt Nekrolot. Er ist ein kleiner Pisser einfach nur. Alter, jetzt heil dich bloß. Ich meine, es ist zwar auch jetzt kein großes Gebiet hier, aber trotzdem, ey, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen. Der hittet mich auch jedes verdammte Mal. Und ich bin eh gleich wieder tot und ich habe absolut keine Ahnung, was ich gegen ihn machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich meine, ich kann natürlich auch mal, was ich gar nicht benutze, ist zum Beispiel Runenhaut. Gut, die bringt mir jetzt auch nicht mehr sehr viel. Jetzt komme ich hier auch nicht raus, doch. Scheiße, jetzt, jetzt habe ich schon nämlich verdrückt, ey. Fuck. So, wo ist er jetzt? Ich sehe ihn auch nicht. Ich hasse es. Das ist das größte Scheiß, wenn ich nicht weiß, wo der Fixer ist, ey. Jetzt hat er mich eh gleich wieder down. Jetzt hat er mich eh gleich... Ich habe auch nicht mehr genug zum Heilen. Was habe ich denn noch? Ich habe noch Fusel am Start, ja, wow. Na gut, ich habe noch Heilzauber. Ein... Geil. So nicht. Schattenkrieger. Ich habe noch zweimal das hier. Dämonenklinge habe ich noch. Ich weiß nicht, was es mir bringen soll, aber. Boah, jetzt mach doch nicht deinen Dings an, so doof. Das Blöde ist, Alter, nee, ich komm hier nicht durch, Mann. Was ist denn das für ein Teleport, weißt du? Ich meine, porte dich doch einfach mal durch die Gegner rein durch. Das kann doch nicht so schwer sein. Kann ich auch mehrere gleich rufen? Ah, verschwindet der andere, aber schade. Wenn er nicht immer wieder neue holen würde, weißt du? Wo ist denn jetzt hin? Boah, das gibt's nicht, ne? Ach, scheiße, scheiße. Boah, wie der sich jetzt auch immer wegportet, der geht mir so auf den Keks, ne? Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er da hinten. Ich meine, zum Glück hindern die ihn daran, erstmal meine Leiche zu snacken. Das ist schon mal ganz gut so. Aber... Alter, dieser Höllenhunde, ey. Weißt du, das sind eigentlich so eine kleinen Wurstgegner. Aber die gehen mir richtig auf den Sack hier. Ich weiß gar nicht, heile ich den Typen eigentlich auch? Wo ist denn jetzt hin? Weil zum Glück, der Skelettkrieger weiß, wo es lang geht. Halt ihn auf, halt ihn auf. Greif doch an, Junge! Oh nein, nein! Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein, du behinderter Scheiß-Höllenhund, ey. Ich könnte ausrasten.
Boah, der rettet mir gerade mega den Arsch. Ich hab aber. Ich kann leider nicht heilen. Ja, geil. Die Faust wollte ich jetzt auch voll einsetzen, ey. Scheiße. Scheiße. Fuck. Fuck. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, so. Du weißt ja, wo es lang geht. Alter. Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Vieh. Halt ihn auf, Mann. Lutscher, ey, ohne Spaß. Halt ihn doch einfach auf. Okay, pass auf. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich hab noch Fusel. Ich hab noch einmal rum. Und dann war es das aber auch. Mehr kann ich leider nicht tun. Ich kann jetzt noch einen hier, Höllenhund holen für mich zum Helfen. Das war's dann aber leider auch schon. Fuck. 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 Okay, warte mal. Ich brauche Runenhaut, glaube ich. Ja, nicht mal so schlecht. Ja, der hat nicht mehr so viel Leben. Ey, der hat nicht mehr so viel. Der hat nicht mehr so viel. Der hat nicht mehr so viel. Oh, wenn ich jetzt sterbe, ne, dann raste ich aus. Ohne Spaß, dann weiß ich auch nicht. Oh, jetzt habe ich schon wieder die falschen Dings eingegeben. Scheiße, jetzt da hinten. Das Blöde ist, ich habe jetzt keiner mehr... Ah, der Krieger war halt gut, ne? Der hat mir mega geholfen. Der hat mir so geil den Arsch gerettet einfach. Aber der ist leider weg. Boah, die Hunde, ey, die weichen auch aus. Das ist ja voll nervig, ohne Spaß. Alter, diese Höllenhunde, ne? Die machen zwar keinen Schaden, nerven aber trotzdem ungemein. Muss man einfach mal so sagen. Okay, wo ist denn jetzt hin? Scheiße, scheiße, Mann. Wo ist der? Ich hasse es. Wenn ich nicht weiß, wo der ist, das ist doch scheiße. Jetzt Pissnelkenhund, ey. Oh, wo ist der Wichser? Wo ist der Wichser, Mann? Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wo ist der denn jetzt? Ey, ich flipp hier aus. Der hat mich gleich down. Der hat sich gleich voll geheilt, ohne Spaß. Wenn er sich voll geheilt... Der ist hier nirgendwo. Da ist er. Okay. Ich glaube, der heilt sich gar nicht voll. Ist ja gut. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, der ist einfach nur mal gekommen, um zu zeigen, oh, guck mal, hier bin ich, oder was? Pissnack, ey. Alter, diese Hunde, wie die immer einfach so von irgendwo kommen, ne? Alter, wie, Mann, wie der sich immer wegportet, der geht mir auf den Sack, der alte Wichser, ey. Richtig kleiner Pisser, ohne Witz. Alter, wie der mich auf einmal trifft. Ey, wie die mal ausweichen, was soll denn das? Ich finde das so nervig, wie viele der sich vor einem holt. Weil es ist ja nicht nur so, dass ich 2, 3 holt. Nö, da holt sich ja gleich eine ganze Armee. So, erstmal irgendwie den hier. Boah, jetzt muss ich erstmal kurz hier ein bisschen ausweichen. So. Don't give me auf den Pizzle. Du Stissel. Nein! Lass mich den nochmal jetzt angreifen, ey, verdammte Scheiße. Ja, der weicht immer aus. Na klar weicht der immer aus. Der hat's halt drauf, ne? Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Das kann doch nicht sein. Das sind kleine verkackte Höllenhunde, weißt du? Die haben nix drauf, ey. Nix. Jetzt ist schon meine Leiche weg. Wo ist er hin? Da hinten, oder? Alter, lass mich doch in Ruhe. Pisshund. Ich glaube, wir haben einen Höllenhund. Jawohl, er hat ihn wieder. Der kriegt zwar jetzt auf die Fresse, aber ist egal. Mal weg, ey. Lass meine Leiche... Nee. Nee, 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 nee. Wirst du schön in Ruhe. Schon, er hat nicht mehr so viel Life. Ich will ihn doch nur töten, ey. Lass dich doch einfach töten. Du liebst doch den Tod sowieso, habe ich doch gehört, ey. Ah, der ist schon wieder weg. Er ist da hinten.
Nein, lass mich in Ruhe. Ist mir scheißegal. Oh, scheiße. Oh, fuck, mach doch mal jetzt was. Hat er gerade ausgewichen? Stranger Typ, ey. Alter, wie ich nicht mal ausweichen kann hier, weißt du? Ganzen nuttigen Nutten, ey. Sterbt. Ich mach leider... Oh nein, er ist schon wieder weg, er ist schon wieder weg, er ist schon wieder weg. Lass mich bloß in Ruhe. Nee, hier ist falsch. Okay, erstmal portieren. Alles klar. Oh Mann! Oh, wie viel der sich wieder hochgeheilt hat, ne? Kleiner Pisser, ey, der geht mir so auf den Strich. Aber richtig, ey, ohne Spaß, ne? Ja, geil. Ja, geil. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Alter, warum haut er immer so schnell wieder ab? Was bist denn du für eine Wurst? Hier runter. Jetzt habe ich natürlich das auch nicht mehr. Jetzt habe ich ein kleines Mini-Problem. Jetzt muss ich gucken, was ich mache. Ja, aber jetzt muss ich echt gucken, was ich mache. Jetzt habe ich nur noch meine Heilzauber. Da greift doch mal Nekrolot an. Jetzt wird's ärgerlich. Jetzt wird's richtig eklig. Vor allem, ich krieg ihn einfach nicht down. Der hat so wenig Life. Ich krieg ihn aber nicht down, weil da so viele Viecher einfach noch sind. Oh, fuck. Oh nein, er ist schon wieder weg. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh Mann, ey, das nervt so, ey. Das ist so dumm. Der ist einfach so viel stärker als man selbst. Das ist so unfair einfach nur. Ich krieg den einfach nicht down. Ich habe jetzt auch nichts mehr zum Heilen. Jetzt ist es vorbei. Und jetzt geht mir auch noch diese scheiß Chrome auf den Sack. Ey, ich flipp hier aus. Ich glaube, nichts will, dass ich gewinne. Nichts. Nichts will einfach, dass ich gewinne. Ja, ich werde auch nicht gewinnen. Jetzt verliere ich sowieso. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Erst am Anfang war es noch ganz cool. Da haben mir die noch ein bisschen geholfen. Meine Ads, die ich mir holen konnte. Aber jetzt... der hat nicht mehr so viel Life. Ich krieg ihn aber nicht down einfach. Ich krieg ihn einfach nicht verdammt nochmal down. Komm schon, komm schon. Ja! Du Mutter! Jetzt ist Schluss. Gott, ey. Oh mein Gott. Und da liegen wir wieder ab. Boah, von der Totenkopfinsel, alter Schwede. Boah. Boah, ey.
Oh nein, ich habe ein Standbild. Machst du. Oh, mach weiter, komm jetzt halt nicht, du kackst ab. So. Und damit sind wir dann am Ende. Das Spiel ist mir am Ende nochmal abgekackt. Hat man ja gesehen am Standbild. Und ja, ich hätte es jetzt nochmal spielen müssen, habe ich keinen Bock gehabt, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Boah, was war das für ein Kampf, ey. Also, geachtet dessen, wäre Magier besser gewesen. Ganz ehrlich. Was für ein unfairer Kampf einfach nur. Also, ich reg mich ja gerne auf, dass ein Kampf unfair ist und nicht ganz verhältnismäßig. Aber hier, finde ich, stimmt das sogar. Vor allem auch in Betracht auf die anderen Teile, weil ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Teil der Kampf, der war geil. Also, den fand ich cool. Ja, gegen den Feuertitan, der war super gut. Der Endkampf im zweiten Teil, der war easy peasy, der war echt ein Witz. Der war auch ein Witz, allerdings auf eine andere Art und Weise. Ich fand den unfair. Ich meine, weißt du, das ist Necrolot. Der größte, von sich behauptet, er ist natürlich der Beste, der Größte, der Stärkste von allen. Muss sich aber immer wieder hochheilen, ja. Und braucht dann, keine Ahnung, 5, 6, 7 Ads, die ihm helfen im Kampf. Am Arsch, ey. Ganz ehrlich. Mann, ey, was für ein Kampf. Unglaublich. Unglaublich. Boah, fertig. Ich muss mich ganz kurz sammeln, ey, weil der Kampf, man hat es, glaube ich, gemerkt, der war echt. Also, im ersten Teil bin ich ja des öfteren Mal, ausfällig geworden. So sage ich es jetzt mal. Das ist im zweiten Teil gar nicht passiert, würde ich jetzt behaupten, weiß ich nicht so genau, und im dritten Teil eigentlich auch nicht. Der dritte Teil ist easy gewesen, also ich fand den jetzt, man hat schon gemerkt, er ist ein bisschen mehr auf Casual Gamer gegangen. Der wurde einfach vom Schwierigkeitsgrad. Im ersten war der Anfang schwer, die Mitte war einfach und das Ende war wieder kackenschwer. Der zweite Teil war eigentlich durchweg okay bis einfach und der ist eigentlich, also der dritte Teil ist eigentlich wirklich ein bisschen zu leicht sogar gewesen. Außer der Endkampf, der war schwer. Ich habe ihn auch mal auf leicht probiert gehabt. Das ist genauso. Ich merke da überhaupt keinen Unterschied. Und ich habe den ja jetzt auch nur ganz, ganz knapp besiegt. Also ich wäre selbst fast nochmal gestorben. Dann hätte ich aber nicht nochmal gespielt. Eine Weile. Ja, Risen 3. Geiles Spiel eigentlich. Hat mir wirklich gut gefallen. Leider, ich muss sagen, das Spiel wird einfach viel zu wenig, ja, wie sagt man, anerkannt oder gekannt. Es hat halt keine große Fanbase. Liegt natürlich an mehreren Dingen. Natürlich ist es halt ein deutscher Publisher, ein deutscher Entwickler. Damit haben die natürlich nicht so viel Geld. Das soll jetzt nicht heißen, das Spiel schlecht oder deswegen schlecht. Es ist ein richtig gutes Spiel. Es ist ein gutes Rollenspiel. Es bietet für das, was man bezahlt. Da nochmal vielen Dank an Koch Media, dass ich das Spiel bekommen habe. Aber wenn man es sich kauft, bekommt man eine Menge für sein Geld. Also das Spiel bietet wirklich extrem viel. So viel verschiedene Landschaften und jede Insel hat seinen eigenen Stil. Und so viele Missionen, so viele Quests, so viel zu entdecken einfach. Das gibt's nicht in allen Rollenspielen, sage ich mal. Aber das Spiel, glaube ich, steht sich teilweise auch ein bisschen selbst im Weg durch die Engine. Die ist nun mal alt und die kann halt gewisse Dinge nicht so gut transportieren. Zum Beispiel dramatische Szenen, die werden immer, naja, unfreiwillig komisch, weil einfach die Engine da nicht wirklich passt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein geiles Spiel. Die Story war sogar ganz cool, fand ich, von allen dreien. Ich fand ein bisschen schade, muss ich sagen, dass wir nicht den kleinen Helden gespielt haben. Hans Werner, wie ich ihn genannt habe. Ich glaube, es war Hans Werner. Ich glaube, ja. Fand ich ein bisschen schade, aber gut, so haben wir den Sohn von Stahlbart gespielt. Patty war wieder mit dabei. Und viele sogar aus dem zweiten Teil und auch aus dem ersten Teil, die man so durchweg kennt. Patty war natürlich immer mit dabei. Aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, Risen hinter mir zu haben. Die ganze Reihe. Ich habe das, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Das ist so ein bisschen momentan, boah, so eine Phase, wo ich mir denke, boah, es könnte mal enden.
auch wenn die Spiele gut waren. Trotzdem bin ich froh, dass sie zu Ende sind. Ich weiß nicht genau, bei welcher Folge wir jetzt aktuell sind. Ich schätze 85, 86 rum. So ungefähr. Ja. Das heißt, wir hatten, ich sag mal, 230 Folgen insgesamt Risen. Mit dem ersten, zweiten und dritten Teil. Und das reicht dann auch erstmal, ne? Und ich habe sie halt alle hintereinander gespielt, das kommt natürlich noch dazu. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, cooles Spiel. Hat mir mega Spaß gemacht, die ganze Reihe zu spielen. Habe ich es halt auch mal nachgeholt. Bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja irgendwann Risen 4. Das wäre schon cool, weil wie gesagt, es bietet extrem viel. Ist ein gutes Spiel. Kann man auf jeden Fall mal spielen. Manche Übersetzer waren ein bisschen übereifrig, manche waren untereifrig, wenn man das so sagen kann. Okay, aber das kann man verschmerzen. Ne? Ansonsten, ja, hat es mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und das war's mit Risen. Ja, Risen ist vorbei. Und als nächstes kommt um 14.30 Uhr ein anderes Projekt. Auch ein Rollenspiel, was werde ich aber noch nicht verraten. Vielleicht kann man sich's denken, vielleicht freut sich der eine oder andere, vielleicht ist der eine oder andere nicht erfreut, ich habe keine Ahnung. Das werden wir sehen. Ich bin mir gar nicht sicher, laufen die jetzt einfach nur so durch oder hören die auch irgendwann auf, ich habe keine Ahnung. Voice Talent habe ich schon mal, glaube ich, gelesen. Naja, ich rede ja noch ein bisschen. Wie gesagt, das nächste Projekt kommt, ne, um 14.30 Uhr. Allerdings, ich bin mir nicht sicher, ob es direkt morgen anfängt, wann immer auch morgen sein mag. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Oder es fängt in den nächsten Tagen an. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Hab auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Und ja, ich bin raus. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Einschalten, fürs Liken, fürs Kommentieren und so weiter und so fort. Einfach fürs Verfolgen des Let's Plays. Und damit kann ich jetzt ganz offiziell auch sagen, das war's mit Risen. Es ist vorbei. Ich hab Risen durch. Ich brauche kein Risen mehr spielen. Gute Spiele, aber irgendwann ist gut. Muss ich mal einfach so sagen. Und deswegen bin ich da ganz froh drum, dass es endlich zu Ende ist. Und mit diesen Worten bedanke ich mich nochmal bei euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bei einem neuen Let's Play, bei einem, was momentan läuft, oder bei einem alten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Alter. Alter, jetzt habe ich einen falschen Zauber gemacht. Warte mal kurz. Ja. Hau ihm das mal bitte um die Ohren hier. Wo ist denn der hin? Nekrolot hat sich mit deinem Körper wegteleportiert und beginnt ihn auszusagen. Finde ihn... Ernsthaft? Da ist der Arsch. Oh, der Hund hat mir gerade richtig mega den Arsch gerettet. Da muss ich mal so sagen. Ne? Boah, der hält... Aber der macht auch so mega viel Schaden einfach. Ich werde wahrscheinlich jetzt eh sterben. Wir werden den Kampf auf jeden Fall dann nochmal probieren. Aber ich werde mir diesmal ein bisschen mehr Zaubermaterialien besorgen. Ich bin tot. Verdammt! Okay, wir werden uns bei diesem Kampf gleich wiedersehen, wenn er anfängt. Ich werde mir noch ein paar Zaubermaterialien besorgen. Ich hoffe, ich kriege die hier. Und dann läuft's. Hoffe ich. Ich denke schon. Ich kaufe mir so viel wie geht, ne? Also bis gleich. Ja, Mann, jetzt lass mich doch mal weg. Alter, diese Pissviecher. Geh mir auf den Sack. Warum soll ich da eigentlich mich hinporten? Der ist doch hier. Der ist doch hier direkt. Hä? Achso. Ach, hier kann ich mich heilen. Ja, ist ja nice. Wo ist denn Nekrolot, der Arsch? Hä? Alter, du willst mich doch echt verarschen, oder? Wo ist denn der Sack jetzt? Boah, ey, ich krieg... Alter, verpiss dich, du Mistvieh, ey. Ja, jetzt kommt da noch so ein Stinker. Geht mal alle weg. Lasst mich mal in Ruhe, ihr Pissnaken. Alter, ich finde den nicht. Ohne Scheiß. Ich finde... Da drüben ist er. Hier. Alter, der heilt. Och Mann, das ist doch scheiße. Ja, der Kampf ist behindert. Der ist schon wieder weg mit mir. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Heilen. Ich bin tot. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich verdrückt, ey. So ein Piss einfach nur. Bis gleich. Alter, jetzt ist der schon... Mann, geh weg. Diese Text... Alter, die Texte gehen mir auch ein bisschen auf den Sack. Ganz ehrlich, ne? Ich werde es eh nicht schaffen, ganz ehrlich. Ich finde den Kampf doof. Ich muss sagen, die haben irgendwie... Die kriegen die Balance nicht von den Kämpfen gut hin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt bin ich schon wieder halb tot, ey. Heilen kann ich mich auch nicht. Na doch, ich habe ja das noch. Alter, hör auf an mir zu lutschen, du Drecksau. Ach, fuck you. Hauptsache, er kann meine Leiche nicht snacken. Alter, hör auf damit. Ich muss irgendwie heilen. Blöden Drecksviecher. Unglück. Ja, ich bin tot. Ach, Mann, das ist doch behindert, ey. Das ist doch scheiße. Der Kampf ist kacke. Das muss ich mir einfach so sagen. Bis gleich. Alter. Gehen mir so auf den Strich, die Pissnäken. Alter. Geht mir doch nicht auf den Sack, man. Verpisst euch, ihr Drecksviecher. Alter, jetzt ist das schon wieder mit meiner Leiche weg. Ich flipp aus mit diesen Strichern, ne? Das Blöde ist, ich weiß auch nicht immer, wo der ist, ey. Das ist doch scheiße. Ja, jetzt falle ich auch noch runter hier. Ja, natürlich hat er sich wieder voll geheilt. Na klar doch. Ja, jetzt ist er schon wieder weg, Mann. Ich flipp aus. Warum haut er immer ab, ey? Das ist so behindert einfach nur. Ich finde das so dumm. Ja, natürlich. Klar treffen die mich. Er hat sich doch bestimmt schon wieder voll... Alter, diese... Alter. Die gehen mir auf... Der hat sich schon wieder fast voll geheilt. Das ist so dumm einfach nur. Verpiss dich immer mit meiner blöden Seele. Ja, mit meinem Körper. Nuckel dran. Ja, genau. Ach, fuck you, ey. Ich lade jetzt nochmal den Scheiß, bis gleich. So, da sind wir, ich glaube, zum vierten Mal oder so. Ich habe keine Ahnung, ist mir eigentlich auch relativ egal. Der Kampf ist scheiße und ich habe keinen Bock mehr da drauf. Die kriegen's... Der Endkampf aus dem ersten Teil war super. Der aus dem zweiten Teil war lächerlich und der ist einfach auch nur noch lächerlich, ey. Und ich kann auch nur 5 Meter weit... Alter, der ist hier nirgendwo. Ist der Fixer da oben, ey. Der geht mir so auf den Strich. Der ist bestimmt schon wieder voll. Na klar, na gut, nicht ganz. Alter, wann bist du dumm? Greif doch mal ihn an, ey. Ohne Spaß. So dumm kann man doch nicht sein. Geh mir auch auf den Sack. Boah, ich finde das so dumm, dass der immer so viel Hilfe kriegt, weißt du? So ein Scheiß einfach nur. Jetzt ist er wieder weg mit meiner Seele. Aber zum Glück sehe ich ihn direkt. Bis hierhin war das Spiel... Alter, willst du mich verarschen?
Okay, wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht. Er muss ja irgendwo da oben sein. Wie kann mich das Vieh angreifen? Alter, jetzt gehe ich durch das Portal und bin irgendwo am Arsch der Welt. Das ist doch... Alter. Alter, du willst mich verarschen, oder? Ohne Spaß. Du willst mich einfach nur verarschen. Warum ist dieses behinderte Portal nicht einfach normal durchgängig, ey? Alter, jetzt hat er sich bestimmt vollgehalten. Dann lade ich nochmal. Das macht keinen... Alter, ja, ich lade nochmal. Bis gleich.